Das dunkle Coronavirus-Volk. Wow. So. Was können wir denn hier noch tun? Wir haben Kohle, wir haben Schwefel. Nicht euer Ernst. Eisen wäre halt geil, ne? Und so. Das Ding hier unten ist auch relativ gut bewacht und hier ist auch kein Gegner am Start. Okay, dann lauf doch du mal zu unserem Kumpel rüber. Überhaupt gegnertechnisch? Aber hier könnte es was werden. Da müssen wir hin. Geht da eine Kohlemine schon hin? Ja, aber die könnte ich nicht bauen, ne? Er kommt da nicht drüber. Blöd. Habt ihr sensentechnisch? Aha, ja, aber für was brauche ich hier Nahrung? Wenn ich hier eh keine Bergwerke habe. Voll uncool, aber hier ist noch ein Berg. Pass mal auf, Jungs, geht mal auf den hier. So. Spoiler, es gibt kein Manacopter in dieser Mission. Und warum scrollt denn der Chat bei mir nicht runter? Oh, verratet mir doch nicht, wo ich Ressourcen finde. Das ist doch kacke. Keine Spoiler, bitte. Oh, Felix, du mit deinem Dune 2000. Irgendwann muss ich es ja doch wieder auspacken. Danke, Ulf. Hab dich auch lieb, Penner. Dunkle Volk wird mich vermöbeln, weil so eine wirkliche Produktion habe ich ja nicht zustande gebracht. Ich sollte vielleicht mal... Ja, gut. Pioniere müssten halt auch erstmal bauen können. Oh ja, ich werde Pioniere definitiv brauchen. Warte mal, wir lassen den mal hier stehen. Das ist ein guter Verteidigungsturm vielleicht. Falls ich mich hier unten verteidigen muss. Was findet ihr mir hier nochmal? Kohle. Toll. Geil. Echt. Aber findet mir doch bitte mal Eisen. Jetzt gehen wir hier unten auch langsam die Steine. Naja, nee, ich habe hier Steine. Kommen wir ans Eisen ran? Natürlich nicht. Aber stimmt, die ähnelt echt Dunklen Volk Mission 12. Das war hier der Maya-Startpunkt. Das kommt schon hin, ja. Bloß da gab es mehr Ressourcen.
abreißen. Die Stelle ist eh Blödsinn jetzt. So, dann lagert mal Holz und Stein hier ein. Gold! So. Aber keine Kohle daneben! Aber warum die 8 Schwerter hier nicht produziert? Da sind keine, oder? Da sind 0 drin. Das macht doch keinen Sinn. Ha. Wir verbinden das jetzt einfach fein, sauber und so. Und ihr baut mir schon mal eine Eisenschmelze und eine Werkzeugschmiede. Dankeschön. Und auch ihr irgendwie ein Lager für Holz und Stein. Hier noch Hämmer rumliegen. Ein bisschen was. Macht mal. Benutzt sie. Eisen. Ich hab gedacht, ich finde hier Eisen. Mann. Bring mal. Muss ich eigentlich den Esel erst wieder runterlaufen lassen? Ach, scheiß auf das. Sie werden angegriffen. Ja, ne? Alter, wie will ich denn das? Ich hab doch nix. Natürlich stehen jetzt alle Siedler hier am Lager rum. Ist doch klar, Mann. Fuck, ey. Gut, die Holzfäller, die... Boah, leck, ist das ätzend. Hier, verbuddelt euch in euren Gebäuden, dass ihr wenigstens überlebt. Und dann baut mir hier hinten ein neues mittleres Wohnhaus, falls es noch was bringt. Eisen! Kohle! Jetzt geht's ab. Waffenschmiede und so. Los! No. Okay, hier bin ich auch am Arsch. Bleibt dir nur noch diese Base hier? Oh, ich habe aber keine Bogenschützen, ne? Das ist auch ein bisschen kacke. Okay. Keine Panik. Wir stoppen einfach mal wieder die Produktion. Dann können wir hier nichts verlieren. Beziehungsweise hier verlieren wir gerade schon einen Holzfäller. Boah, hoffentlich vergesse ich die nicht wieder alle zu aktivieren. Wir brauchen eine Kaserne schnell irgendwo. Oh, und wie gut, dass der Turm noch steht. Hat er keine Schwertkämpfer mehr da? Prima. Das hier ist geil. Okay, ihr seid wieder free.
Ihr seid wieder free. Ihr baut noch. Haben wir hier noch Werkzeug rumliegen? Ja. Euch ist eh nichts passiert, aber ihr seid eh voll useless, weil ich habe hier kein Eisen. Da ist noch ein Berg. Und auch keine Nahrung, ne? Ich glaube, die Kaserne kann ich andere abreißen, die war eh verbuggt. Das Einzige, was ich hier machen kann, wäre schon mal ein bisschen Gold fördern. So. Und das lagern wir dann ein. Dann habt ihr hier wenigstens mal ein bisschen was zu tun. Okay, haben wir hier... Haben wir Siedlermangel? Moment mal, Ulf, du spielst doch gar nicht im ersten Community-Game. Du spielst doch in der Rentner, im Rentner-Game im zweiten Spiel, nicht bei den Kiddies. Du spielst also nicht mit Megablock und nicht mit Moritz. Das ist nicht der Plan. Erstmal sollen sich die Kiddies vermöbeln, dann spielen wir gediegen. Ja, gell? Sehe ich auch so. Wenn ich wüsste... Oh, da liegen noch genug Spitzhacken rum. Macht... Oh, so viel Kohle ist das halt auch nicht, ne? Komm, mach den Turm noch. Boah, Gott sei Dank steht der große Turm noch. Oh, und ihr seid hier noch alle gestoppt, sehe ich gerade. Blöd. Wenn man schon so eine coole Aktion bringt und alles anhält, dann sollte man es auch wieder starten. Zivi Felix. Ah. Ich habe ein bisschen Schiss um die Base hier oben. Die kann sich nicht verteidigen. Verliere ich, wenn ich die verliere? Wahrscheinlich nicht. Habe ich noch eine Eisen gesetzt? Ja, habe ich. Weil sich kein Krieger auffällt. Ja, die mit Kriegern muss ich hier ein bisschen haushalten. Da gibt es auch nicht mehr so viele. Haben wir hier noch Schaufeln rumliegen? Nein. Das dunkle Land muss auch weg. Mach mal erstmal zwei Spitzhacken. Wir machen hier auch ein Lager für Werkzeuge irgendwo hin. Dann bauen wir natürlich nur noch Bogenschützen.
und gucken, dass wir uns beim nächsten Angriff hier besser verteidigen können. Nein, echt jetzt? Ich reiße euch wieder ab, sonst kommen die ganze Zeit... Warte mal, ich könnte... Ich könnte euch Spitzhacken hochschicken. Probier mal aus. Produziert er jetzt endlich? Nein, warum nicht? Ich habe doch hier immerhin zwei Fischer. Fleisch haben wir sowieso. Und wo sind die Fische? Gehen die alle? Hier wäre ein bisschen Kohle. Aber wir produzieren ja sogar Brot. Das ist doch perfekt. Also nicht viel, aber... Genau, das wäre doch mal... Das wäre doch mal was Lohnendes. Das Erste, was du machen wirst, sind zwei Sensen. Berge haben wir gar nicht angeguckt, ne? Egal. Oh! Das sieht gut aus hier. Aber das hier sieht nicht gut aus. Was ist denn das hier für eine Insel? Spitzhacken sind unterwegs. Was noch ganz cool wäre hier unten, wären zwei Sägen. Eine hier. Eine hier. Wenn da Waffen kommen, mach was draus. Ja, Felix, du hast's verkackt. Und wer es noch nicht gehört hat, heute ist das Community Game online gekommen. Auf der Zocker Lounge, wo es Felix verkackt hat. Ja, Mann, ihr kriegt eure scheiß Spitzhacke. Kommt da jetzt eine Militäreinheit? Da läuft einer. Den Turm hier würde ich nämlich gerne stehen lassen. Aber auch ich brauche Spitzhacken, ne? Ach, mach gleich fünf.
Oh, 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 Kampfmusik. Aha, da tummeln sich meine Siedler, toll. Wir haben es gleich verbunden. Den können wir uns sogar schenken. Cool. So, und hier sieht es doch ähnlich gut aus, oder? Hier bauen wir von unten. Das geht schneller wahrscheinlich wie von oben. Hi Gegner. Nein. Weg da. Getreidefarm, Mühle. Da werde ich bestimmt gerade auch hier angegriffen. Nö. Noch nicht. Aber wir können jetzt. Oh, das brauche ich auch genau einmal, ne? Und dann ist es verbunden. Zwei Spitzhacken hochschicken. Mein Turm! Da liegt ein Bogen. Der ist wichtig. Habe ich das Lager hier gebaut? Für Werkzeug. Komm, geh doch einfach. Ja, genau. Lock ihn weg. Geht doch einfach. Weg. Ja, jetzt sind meine Felder verdorrt. Hast du gut gemacht. Ich kann mich genau in das dunkle Volk hineinversetzen, wie er gerade dasteht. Stop. Ist gut jetzt. Ist doch gut jetzt. Oh, guck mal, der geht los, der Esel. Immerhin. Und da haut er mir den nächsten Turm kaputt. Mach halt. Ich kann auch ohne Turm Spaß haben. So. Jetzt darfst du langsam wieder gehen. Und jetzt ist die Kacke hier verbunden. Geil. Hauptsache, die Spitzhacken sind unterwegs. Jetzt holen sie sich wahrscheinlich eh andere Spitzhacken von unten. Geht er jetzt endlich wieder? Ich sollte vielleicht die Turmbaustelle kurz nochmal anhalten. Sonst ist sie gleich hier. Ja, zwei Bogenschützen kommen, dritter noch. Du kannst doch auch noch dich ausbilden lassen, schnell. Lauft! Oh nee, was macht ihr denn hier? Stopp. Und hier unten ist. Oh mein Gott, es ist alles verbunden. Traum. Traum, Traum, Traum. Dann nehmen wir mal alle Truppen und schicken sie hier hin. Die paar, die wir noch haben.
Geh mit Gott, aber geh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Er geht. Ciao, Kevin. Noch eine Waffenschmiede, vielleicht auch zwei. Hä? Los, macht was. Alter, und Gott sei Dank habe ich die Waren oben gelagert. Muha. Und große Wohnhäuser hier oben hingesetzt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier fett Gold produzieren. Eins, zwei, drei, vier. So, mal von Anfang. Aber so richtig Kohle haben wir ja nicht. Wobei hier auch noch ein Berg aussteht, ne? Kohle war nur so ein bisschen hier unten. Eins, zwei. Dich können wir noch aktivieren. Tja. Drei, vier, fünf, sechs. Dann könnten wir hier unten ein bisschen fischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf angeln. So, und wir besetzen hier natürlich alles. Von wo hatte der eigentlich hier angegriffen? Kam der von unten? Hm. Eine Schaufel war übrig. Aber ich habe auf 30-30, ne? Also eher nicht eine übrig. Sag mal, hier das kackdunkle Land wenigstens mal weggraben. Na, ihr wackeren Römer. Ich bin nicht alleine. Nein, bist du jetzt nicht mehr, weil du bist jetzt bei uns. Warum höre ich dich nur auf einem Ohr? Das liegt an dir, glaube ich. Ich meine, ich bin Stereo unterwegs. Relativ sicher. Und hi, Geogoleur. Das dunkle Coronavirus-Volk. Wow.